Die Saison ist fast vorbei. Die Piwi hat die erste Saison gelaufen. Natürlich ist nicht nur Fahren angesagt, sondern auch ein bisschen Pflege. Dazu hat Yamaha im Handbuch immer so einen kleinen Pflegeplan, was man wann, wie wechseln, reparieren, kontrollieren sollte. Und dazu zeigen wir euch jetzt nochmal extra die wichtigsten Sachen, worauf ihr achten muss, damit die kleine Bimmel auch in Zukunft immer noch zuverlässig läuft. Zur Piwi dazu gibt es immer ein Service Manual, gerade wenn ihr sie neu kauft, ein Yamaha Handbuch. Im Handbuch ist auch immer sehr schön beschrieben, was wann wie gemacht werden sollte. Sogar detailliert beschrieben, wie es genau gemacht wird. Wichtig ist, dass ihr wirklich die Intervalle so ein bisschen einhaltet, damit ihr auch noch lange Freude damit habt. Bei unserer Piwi ist jetzt auf alle Fälle dran, den Luftfilter einmal zu reinigen. Wir wechseln einmal das Motor, das Getriebeöl und wir schauen mal, was die Zündkerze macht. Das ist so nach 1 bis 3 Monaten so das Erste, was man machen sollte. Gerade zum Thema Luftfilter, je mehr im Staub gefahren wird, umso öfter muss man ihn reinigen, weil nicht umsonst heißt es, der Luftfilter ist die Lunge des Motorrades. Als Erstes fangen wir mit dem Luftfilter an. Was ihr dafür abbauen müsst und wie es am einfachsten geht, zeige ich euch jetzt. Der Luftfilterkasten lässt sich am einfachsten dann reinigen, wenn wir den kompletten kleinen Kasten auch ausbauen, wie gerade beschrieben. Bei Yamaha sagt man, dass man im eingebauten Zustand auch von hinten nur die Kappe lösen kann. Das ist aber eigentlich viel zu kompliziert. Das Beste ist, ihr baut den Luftfilterkasten komplett aus. Zum Luftfilter selber. Die Abdeckung dann einfach abnehmen. Und hier haben wir dann den kleinen Luftfilter. Hier seht ihr nur etwas Staub, da wurde noch nicht zu viel im Dreck gefahren, da wurde eher auf der Wiese oder im Garten auf dem Rasen gefahren. Sollte der wirklich sehr staubig sein, ist es natürlich an der Zeit, entweder zu erneuern oder zu reinigen. Um den Luftfilter zu reinigen, da haben wir schon mal ausführlich ein Video gemacht und das blenden wir euch hier oben auch wieder ein. Der Luftfilter ist wieder sauber, wir haben ihn gereinigt. Das Reinigen ist immer so ein bisschen umweltbewusster und schonender. Da können wir einen Luftfilter mehrfach verwenden. Natürlich kann man auch zum Yamaha-Händler gehen und oder bei uns im Zubehörhandel diesen Luftfilter als Ersatz kaufen. Im Grunde genommen kann man ihn sauber reinigen und er ist wieder wie neu. Solange der Luftfilterkasten vom Vergaser runter ist, ist der Vergaser hinten offen. Da müsst ihr aufpassen, dass da kein Dreck reinfällt und auch sonst dann sich nicht irgendwie irgendwas in den Vergaser verirrt. Zum Aufsetzen darauf achten, dass alles wieder sauber gereinigt ist und ihr den wieder sauber montiert. Beim Aufsetzen des Luftfilterkastens immer darauf achten, dass auch der Gummistutzen ganz auf dem Vergaser aufliegt, anliegt, auch aufgesteckt wird und dass die Spange wieder in einer Position ist, wo sie niemand stört, man nicht weiter rankommt und einen festen Sitz hat. Der nächste Schritt wäre jetzt zumindest eine Kontrolle der Zündkerze. Warum Kontrolle? Im Grunde genommen passiert hier an der Zündkerze nichts. Gerade sobald wir ein bisschen entdrosseln, was wir im Video davor auch schon gezeigt haben, fährt das Motorrad, läuft der Motor relativ gut, relativ ruhig, verbrennt sauber. Das heißt, die Tage der verölten Zündkerze, die sind eigentlich gezählt und hier gar nicht mehr vorhanden so richtig. Was aber schon ist, wenn viel gefahren wird, haben wir auch Verschleiß an der Zündkerze. Den kann man kontrollieren, indem man A, den Zustand und den Elektronenabstand einfach mal kontrolliert oder man dem Gewissen beruhigend einfach mal eine neue Zündkerze einschraubt. Zum Herausdrehen der Zündkerze eine Aufstecknuss oder auch einen richtigen Zündkerzenschlüssel, 21er Schlüsselweite, gelöst und rausgedreht wird immer links herum. Verwöhnt von den ganzen Viertaktmotoren heutzutage sind wir, ein Kerzenbild zu lesen oder ob das mal zu gucken, wie es verbrennt, gar nicht mehr richtig gewohnt, weil ein Einspritzer beim Viertakter verbrennt optimal. Beim Zweitakter sieht es immer noch anders aus. Was früher bei der Simson zählt, ist immer noch gut. Die Kerze sollte trocken sein und sie sollte nicht zu hell sein. Dies hier ist irgendwas zwischen braun und wirklich Richtung schwarz gehend, aber trocken. Und was auch ganz wichtig ist, der Elektrodenabstand, das heißt vom Bügel zum unteren Teil der Zündkerze, der ist genau im Handbuch definiert.
0,6 bis 0,7 mm sollte er betragen. Der verändert sich normalerweise erstmal nicht, solange hier kein großer Verschleiß ist. Ist dieser Abstand der Elektrode zu weit, kann man ihn kontrollieren, muss man aber eigentlich nicht, sondern im besten Fall dann die Zündkerze wirklich erneuern. Die Zündkerze hier sieht eigentlich ideal aus, wie eben schon gesagt, trocken mit einem schönen Kerzenbild, nicht überfettet, nicht verölt. Diese Kerze ist gut, die können wir so wieder einsetzen. Sollten wir die Kerze wirklich mal erneuern, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, auch wieder genau die richtige Zündkerzenbezeichnung einzuschrauben, denselben Zündkerzentyp auch wirklich verwendet. Angezogen wird das Ganze wieder handfest, da gibt es bestimmt auch Newtonmeter für, ich ziehe es handfest an. Wichtig ist, bei einer neuen Zündkerze zieht ihr einen Dichtring immer leicht zusammen, da gibt es erstmal einen weichen Widerstand und dann steht ihr wirklich gegen, aber Vorsicht hier, handfest angezogen, reicht völlig. Gerade wenn die Piwi immer mal wieder gewaschen wird, ist es wichtig, dass ihr alle beweglichen Teile ein bisschen abschmiert. Wir haben dafür das WET 40 im Programm, das ist ideal, das ist ein Multipurpose-Öl, das ist gut zum Schmieren, das ist gut zum Konservieren. Wichtige Punkte dafür, die jetzt geschmiert werden müssen, zeige ich euch. Wichtige Punkte sind alle die, die sich bewegen. Das sind beide Handbremshebel, die Fußrasten an ihren Gelenken, Feder vorgespannt, auch wenn ihr da Öl dran hast, gehen sie wieder ganz leicht und sie klappen auch leicht hin und zurück. Der Kickstarter wird immer rausgeklappt zum Ankicken, wichtig, dass auch das geschmiert wird, genauso wie die unteren Anlenkpunkte der Trommelbremse. Auch da ist mal schnell Schmutz, Modder, Dreck dran, nach dem Waschen bildet sich vielleicht etwas Rost. Mit dem richtigen Konservierungsspray, Schmierspray seid ihr da immer gut gefahren. Auch wenn die kleine Piwi vom Serviceaufwand relativ einfach zu handhaben ist, gibt es noch eine Sache, die gerade wenn sie neu ist, sehr wichtig ist. Und das ist der erste Tausch des Motorenöls. Warum ist das wichtig? Rückstände von der Fertigung werden damit beim ersten Mal über das Öl nochmal mit rausgewaschen, rausgespült. Ist denn frisches Öl drin, bin ich mir sicher, dass da wieder alles 100% safe ist. Yamaha sagt, der erste Ölwechsel nach circa einem Monat und dann turnusmäßig alle 6 Monate. Da kommt es natürlich darauf an, wie viel fahrt ihr. Steht das Motorrad dann 6 Monate, müssen wir nicht viel wechseln. Fahren wir viel, ziehen wir es eventuell auch einfach mal vor. Das ist nicht viel Öl, das sind 300 Milliliter. Das ist ganz normales 10W40 Öl. Das findet ihr auch bei uns im Shop natürlich. Das tut dem Motorrad gut, das kann man ruhig machen. Und das ist, wie ich euch jetzt zeigen würde, auch wirklich wenig Aufwand. Ideal natürlich zum Wechseln des Getriebeöls oder des Motoröls ist, dass ihr den Motor vorher warm laufen lässt oder die Piwi ein bisschen warm fahrt. Warum warm? Das warme Öl ist ein bisschen dünner, das spült besser noch die Reste und den Schmutz im Motor raus. Deswegen warm laufen lassen, bestenfalls ein bisschen warm fahren und dann das Getriebe, das Motoröl über die Ablassschraube herauslassen. Zum Eindrehen der Schraube immer darauf achten, dass der Kupferring, der Dichtring auch wirklich vorhanden ist. Den muss man nicht jedes Mal neu machen, den kann man ruhig 2-3 Mal verwenden. Anzugsdrehmoment der Schraube könnt ihr im Handbuch schauen oder auch, wie ich es mache, immer handfest anziehen. Aufgefüllt wird das ganze Öl oben wieder im Öleinfüllstutzen. Wer sich fragt, wie viel Öl da wirklich reingehört, waren die Japaner so nett und haben es nochmal extra auf den Deckel aufgeschrieben. 300 Milliliter herkömmliches 10W40 Mineralöl. Auch das findet ihr bei uns im Shop. Wichtig ist, dass ihr die Menge einhaltet und dass ihr es halt, wie angesprochen, auch wirklich regelmäßig wechselt. Milliliter Öl sind eingefüllt, 10W40, die Ölsorte, die Ölqualität, am besten Mineralöl, das gefällt dem kleinen Motor am besten. Jetzt heißt es noch alle Stellen einmal mit Bremsereiniger wirklich reinigen, da wo wir das Öl abgelassen haben, oben wo wir es aufgefüllt haben, überall wo ein Schmierfilm ist sonst noch, der nicht sauber gemacht wurde, sammelt sich nachher der Dreck wieder. Danach heißt es, die Piwi wieder zusammenzubauen. Das war's fürs Erste und für die erste wirkliche Inspektion. Die Sachen, die man hier beachten sollte, die man turnusmäßig machen sollte, haben wir angesprochen. Ein Teil fehlt noch, für alle, die die Piwis nicht so kennen.
Die Pivi hat einen Kardanantrieb und keine Kette. Das heißt, das ist absolut wartungsfrei. Da muss nichts gespannt, nichts geschmiert, auf nichts geachtet werden. Das läuft immer und völlig problemlos und macht die ganze Pivi natürlich zum idealen Kinderanfängermotorrad. Alle Sachen, die wir verwendet haben, wie Pflegesprays, wie Öl, findet ihr natürlich wieder bei uns im Shop. Genauso wie den wunderbaren Klappständer. Faltbar, da passt sogar eine Pivi drauf.